Um nochmal auf die globale Perspektive zu verweisen, wäre es vielleicht auch interessant, sich die Schulbuchstudie Migration anzugucken, und anzugucken, auch darüber hinaus, wo Geschichten sozusagen gar nicht in unserem Schulsystem vorkommen, auch zu gucken, wie Geschichten geschrieben werden. Und zwar ist das meistens in einer nicht sehr favorablen Art und Weise. Also wir haben das, wenn es um den Islam geht zum Beispiel, sind das oft so Konnotationen Ehrenmord, Zwangsheirat und so weiter. Also es wird Frauen, muslimischen Frauen auch abgesprochen, irgendwie emanzipiert zu sein und so weiter. Wir sehen das an der Debatte um das Kopftuch eben zum Beispiel auch immer wieder. Wir sehen das, wie schwarze SchülerInnen repräsentiert werden, was eben koloniale Deutungsmuster weiterhin sind. Also wir haben ganz viel die Sexualisierung, Menschen zum Objekt zu machen, Exotisierung. Wir haben das Absprechen von Intelligenz und so weiter und so weiter. Und all das findet sich eben wieder in unseren Schulbüchern und wir tradieren sozusagen Dinge, die schon, die eben einen kolonialen Hintergrund haben und überarbeiten das gar nicht. Und gerade in dieser kolonisierten Welt, globalisierten Welt, gerade in dieser globalisierten Welt, sollte das eigentlich stattfinden? Es findet aber eben immer nur der Fokus auf die Ökonomisierung sozusagen statt. Und all das, was meines Erachtens auch stattfinden muss und vor allen Dingen stattfinden muss, findet einfach eben gar nicht statt, weil sozusagen es ja da ein Privileg perpetuiert wird, also fortgesetzt wird, ein Wissen als Standard zu setzen, mit dem manche Menschen super gut durch die Welt kommen. Und eben viele andere Menschen nicht so gut durch die Welt kommen. Und das ist natürlich dann ganz angenehm, weil man sich eben nicht fragen muss, also es wird ganz selten auch gefragt, warum habe ich jetzt zum Beispiel diesen Job? Da wird dann ge immer gedacht, ja, weil ich mich so besonders angestrengt habe, weil ich so klug war, weil ich die Prüfung super gemacht habe und so weiter. Aber all die Dinge, die des Systems, die mir dabei sozusagen geholfen haben, dass ich da auf jeden Fall gut durchkomme, die werden oft gar nicht bedacht. Und das müssten wir eben eigentlich, ne, auf jeden Fall mit einbeziehen und das dann so ändern, dass eben nicht nur eine bestimmte Gruppe favorisiert ist, sondern alle Menschen die Möglichkeit haben, zu arbeiten und andere Wissenssysteme aufzunehmen, und auch andere Philosophien uns damit auseinanderzusetzen. Also wenn es zum Beispiel Philosophieunterricht hat, dann eben ganz viel mit europäischen Philosophen zu tun, aber eben keine Philosophie des globalen Südens. Das kommt eigentlich gar nicht vor. Es gibt keine Kritik an den großen gefeierten europäischen Philosophen, zum Beispiel der Aufklärung, die sehr, sehr rassistische Dinge von sich gegeben haben. Und das wird eben alles ganz klar ausgeblendet. Und somit enthalten wir all unseren Schülern, weißen, schwarzen SchülerInnen of Color, eben ganz großen Teil an Wissen vor, weil es uns einfach besser so in den Kram passt. Also wenn wir uns zum Beispiel angucken, welche Sprachen als relevant und wichtig erachtet werden, und das sei es hier in unserem Unterricht, du kannst Englisch, oh, du bist Native Speaker und so weiter, und welche zum Beispiel vom Schulhof verbannt werden, hier sprechen wir Deutsch und so weiter, obwohl wir wissen, dass das übrigens totaler Blödsinn ist, um ordentlich Deutsch zu lernen. Und wir das übertragen auch nochmal auf den globalen Kontext und eben auch sehen, wie hier Europa als Norm wirkt und weiterhin wirkt, koloniale Geschichte weitertragen und so weiter, bis heute wir eben dieses Phänomen haben und es natürlich überall auf der Welt auch Initiativen gibt, die sozusagen versuchen, dass an wie eben sich wieder sozusagen eine Selbstermächtigung, Selbstbehauptung zurückzugewinnen, dekoloniale Perspektive, postkoloniale Kritik und so weiter, sehen wir auch, dass es eben Bestrebungen gibt zu sagen, ja, Englisch gut und schön, aber das verbannen wir ab jetzt eben vielleicht auch aus unserem
Schulsystem. Und ich glaube, auch hier müssen wir all das mitdenken. Also um wirklich, und jetzt sage ich jetzt mal fortschrittlich, nicht im Sinne des europäischen Fortschrittsgedankens, sondern eines, dass wir es wirklich schaffen, dass die Welt ein wenig besser wird, gerechter wird, lebenswerter für alle, Ressourcen anders verteilt werden, Möglichkeiten für alle irgendwie eröffnet werden, müssen wir, glaube ich, anfangen, all diese Dinge mitzudenken und nicht so eine Abwehrhaltung gegen all diese Wissenschaft und das Know-how von vielen, vielen, vielen Millionen Menschen auf dieser Erde, was wir einfach abschmettern und wo wir erleben, dass Leute, die diese Theorien eben auch weitertragen, verfechten, Profis daran sind, dann belächelt werden und das abgetan wird als Spinnertum und so weiter. Und daran sich schon die Arroganz sozusagen des europäischen Wissens, der Wissensnorm, der europäischen Wissensnorm eben ist. Und wo wir sehen, wir begrenzen uns selber und machen uns ganz klein, die Perspektive klein, die Brille ziemlich groß und es ist eigentlich einfach nur dämlich. Also vom Lernen, also ich gehe immer davon aus, wir wollen was lernen und wir wollen uns weiterbilden.